Hallo, herzlich willkommen. Heute ist mal wieder ein Schraubertag. Heute möchte ich mich um das Heck meiner Bella kümmern. Hier hat der Vorbesitzer eine Heckkürzung vorgenommen. Ich wollte euch mal eben zeigen, wie so eine Heckkürzung aussieht, beziehungsweise wie mein Vorbesitzer das gemacht hat und wo ich jetzt nochmal eingreifen muss. Jetzt schauen wir uns die Rahmenkürzung mal etwas genauer an. Hier würde der Rohrrahmen normalerweise weitergehen. Hier wurde der Rahmen um 90 mm gekürzt. Der Vorbesitzer hat das diagonal gemacht, um mit dem neuen Heck möglichst weit nach vorne zu kommen. Ich hätte das jetzt eher so gemacht, dass ich das stark abgeschnitten hätte. Dann hätte man es schön mit Kunststoffstopfen verschließen können. Hier muss ich mir jetzt was überlegen, wie man das verschließt. Das wäre mir geschlossen lieber. Leider war kein Korrosionsschutz angebracht. Da muss ich jeden bitten, auf sowas zu achten. Auch wenn ihr eine Ducati Monster mit bereits gekürztem Heck gekauft habt, macht ruhig die Abdeckung mal ab. Schaut euch das an, wie das gemacht wurde. Hier war nichts entgradet. Erste Rostanzeichen waren sichtbar. Das musste ich alles wieder wegschleifen, alles entfernen, reinigen. Rostschutzgrundierung drauf, dann ein bisschen Lack. Normalerweise sieht die Maschine hinten so aus. Da das Heck an für sich mit dem Rücklicht, das bleibt alles so. Nur, dass dieser ganze Bereich hier hinten wegfällt und dafür muss der Rahmen abgeschnitten werden. Bei mir ist es eingetragen, da habe ich Glück gehabt, dass der Vorbesitzer das wenigstens hat machen lassen. Das ist jetzt mein Vorteil. Nur mit der Ausführung, da war ich jetzt nicht zufrieden. Da würde ich mal darauf achten, dass auch wirklich ein vernünftiger Korrosionsschutz aufgetragen wird.